Jo, liebe Leute, moin moin, herzlich willkommen zurück, wenn ich den Ton mal wieder richtig stellen kann. Ja, willkommen zurück zu unserem Spielchen Suche die Drosselklappe. Wo befindet sich von dieser Fackkarre die Drosselklappe? Hey, mit dem Montage. Kann doch nicht sein. Irre gerade, dass ich echt die Karre jetzt gerade komplett auseinanderbasteln muss. Warum ist das so scheiße doof zu finden, das Ding? Es ist bestimmt nicht schwer zu finden, es ist bestimmt irgendein Kackteil. Keine Ahnung, ich passe jetzt weiter die Data-Achse auseinander. Ich muss jetzt irgendwas weitermachen. Ich muss ja irgendwas finden. Querdenker. Mit der Feder. Nein, die Feder kann nicht runter, weil da oben noch eine Federunterlage ist. Jetzt kann die Feder runter. Handschuhpuffer. Kann ich jetzt das Ding runternehmen? Nein, kann ich natürlich nicht, weil es fehlt dann noch der Querlenker von unten. Ist ja der Längslenker noch dran, ne? Nein, natürlich nicht. Weil der Längslenker noch irgendwas drin hat, was man ja nicht komplett demontieren kann. So. Und? Das ist die Klappe. Keine Ahnung, ey. Ich bin immer noch am Suchen. Ich hab's wahrscheinlich schon gefunden beim Demontieren. Aber eigentlich. Würde mich das wundern. Koppelstange weg. Backschenkel weg. Stabi weg. Ja, die geht nicht weg. Drosselklappe, Drosselklappe. So, Drossel ist weg. So, ich muss natürlich wahrscheinlich hinten die Reifen noch demontieren. Auf der anderen Seite. Die Drosselklappe. Wo finde ich die scheiß Drosselklappe bei der Karre? Ist alles gebaut, gefunden. Was wollte ich jetzt hier weitermachen? Guck ich mal kurz im Inventar. Sortieren nach Name. Bremskolben. Typ A, V8. Gut, da brauche ich nicht weiter auseinanderbasteln. Dann bestelle ich die. Ich habe die schon gefunden. Das ist das Ding. Wir bauen die Karre jetzt mehr oder weniger wieder zusammen. Ich krieg die Matten. Ich habe die scheiß Karre, dieses Ding schon gefunden. Ey, nur Ärger mit dem Auto gerade. Nur Ärger mit der Karre gerade. So, fangen wir an. Montage von Teilen. Bauen wir die ganze Chose wieder zusammen. Habe ich diese scheiß Fliege? Ich habe hier so eine Mini-Fliege drin, die mir gerade ein bisschen auf den Senkel geht. Komm, wir bauen sogar den teuren Querdenker ein. Den Axträger rein. Ja, machen wir das doch mal. Und jetzt will ich wissen, wo sie besitzt. Das werden wir schon gleich finden. So. Dann vorne dran. Die haben wir schon 200 Folgen auseinandergebaut. Und ich mache mir gerade so Vorwürfe mit der Karre.
mache mir gerade so Vorwürfe mit der Karre. Ich hätte die so viel einfacher haben können. Ich habe mir das Ganze so schwer gerade getan gemacht. Was weiter. Jetzt fahren wir die ganze Scheiße wieder runter. Ich fange jetzt nicht weiter an, unten alles weiter zusammenzubauen. Ich könnte jetzt sagen, ich baue jetzt mal die Hinterachse wieder zusammen, aber ich befürchte, dass das Ding dann irgendwo da saß. Naja, alles ist gut, alles ist gut. Ach ja, mit Ansage, dass das irgendwo. Das ist ja so ein dummes, banales Teile war. So. Gut. Motorblock ist drin. Dann geht es hier weiter mit der Servopumpe. Die können wir noch reinbauen. So. Die Nockenwelle geht von der Hebebühne rein. Okay. Nockenwelle geht von der Hebebühne rein. Ich vermute, dass wir das Ding heute zusammenbauen wieder. So. Montage von Teil. Kurbelwelle ran. So. Ölfilter ran. Dann der. Dann können wir hier nämlich die Kurbellagerdecke wieder reinsetzen. Ich habe mir gerade so fucking Vorwürfe mit dieser Karre, ey. Mann! Ich hätte aufpassen müssen. Na, ist egal. Alles ist gut, es ist ein Let's Play. Es ist sich kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist so halt. Gerade jetzt. Und nochmal, es tut mir leid, ich hätte so ziehen. Ich hätte das Ding wahrscheinlich schon fertig gehabt. Mann! Warum bist du jetzt hier gerade. Hä? Wo bist du jetzt reingekommen? Lagerdeckel. Bleulagerdeckel ist drin. Bleulagerdeckel ist drin. Gut. Weiter. Oder auch nicht. Oh. Ja, gut. Wir setzen sie jetzt von oben wieder rein. Ah, wo zur Hölle? Ich muss jetzt echt gerade aufpassen, wo das ist, falls das nochmal kommt, das Teil. So, wieder daran. So. Kraftstofffilter ran. Ne, Kraftstofffilter nicht dran. Menü öffnen, demontieren. Den Kraftstofffilter wollte er haben. Genau. So. Kraftstofffilter. So, rein damit. So, warte mal, ich guck gerade, was der noch brauchte. Schwungrad habe ich drin. Drosselklappe V8 Typ A. Zündspule Einzelfunken brauche er noch. Ich kriege da nämlich alle vier. Zündspule Einzelfunken. So. Auch wenn er wahrscheinlich nur eine braucht. Ist mir gerade egal. Ich habe so viel Ärger gerade mit der Karre gehabt. So, ich habe 7 Aufträge. Ich kriege gerade so die Hütte voll. Aber ich kann nicht alles machen. Ich muss jetzt mit dieser Karre erstmal leben. Und da steht schon das nächste Auto bereit. Rein.
Nockenwelle rein. Ich hätte, wie gesagt, wahrscheinlich nicht alles auseinanderbasteln müssen. Mach mal eine Zündkerze. Zündkerze. Noch eine Zündkerze. So, Kraftstofffilter kann jetzt 100% rein. Der will ja. Er wollte ja einen Kraftstofffilter haben. Den hat er ja gekriegt gerade. So, das ist jetzt erstmal. So, erstmal. Gehe ich wieder runter, weil ich muss ja hier unten weitermachen. Da fehlt bestimmt noch das eine oder andere Teil. Was eine Scheiße, ey. So. Tasche verteilen. Bleilagerdecke. Fehlt noch einer. Ja, das sind so kleine banale Dinge. So, natürlich kann die Ölwanne noch nicht runter, weil die andere Seite auch noch komplett fehlt. Dann werden wir das jetzt tun. Dann bauen wir die jetzt zusammen. Jetzt da irgendwas passiert. Fangen wir jetzt nach und nach alles zusammenzubauen hier. Warte mal. So, Thema Zylinderkopf drauf. Nockenwelle rein. Erste Nockenwelle rein. Zweite Nockenwelle rein. Bremskraftverstärker. Dran. Abgaskrümmer. So. Zündkerze, nicht Glühkerze. Kraftstoffverteiler Nummer 2 auch an. Gut. Die Sache, ich habe so viel Ärger mit der Karre gerade gehabt. Steuergehäuse dran. Ja, wo zur Hölle war diese scheiß Drosselklappe dran? Wasserpumpe? Wasserpumpe Riemenscheibe? Geht das hier vorne weiter? So, nächste Umlenkrolle. Nächste Umlenkrolle.
Einen haben wir noch, ne? So. Zylinderkopfhaube drauf. Ich hätte auch Rachbestück bestellen können. Ich hätte gerade einen. Ich hätte noch 4 bestellen müssen. So, Zündspulenabdeckung drauf. Passt. So, jetzt muss ich noch mal 4 Stück bestellen. Ich hau dem jetzt komplett die Keule. Ich mach das jetzt so. Der kriegt jetzt einmal komplett neu das volle Programm. Er wollte zwar nur eine, kriegt sie alle 8 neu. So. Gut. Keilriemen dran. Noch ein Keilriemen dran. So. Dann haben wir hier unten noch eine Umlenkrolle drin. Dann ist er hier vorne auf den ersten Blick fertig. Aber die Frage ist, erstens, hier ist noch ein Riemenspanner dran. Wo sitzt die fucking Drosselklappe? Ich sehe sie nämlich nicht. Ich habe es immer noch nicht drin gesehen. So, die Radnabe dran. Koppelstange drin. Feder, für die Feder hier unten, den Puffer. So. Gut. Drauf. Können die angeblich die Felge wieder drauf tun? Du glaube ich beide Seiten fertig, oder? Ja, doch. Stand jetzt. Ich guck gerade hier. Du bist ein Verdruss. Hier ist noch was. Längslenker. Kann drauf. Gummilagerbuchse. So, jetzt hoffe ich, dass ich hinten die Hinterachse auch komplett habe. Guck mal.
Zumindest so aus, als hätte ich sie alle, hätte ich alle Teile drin, oder? Ja. Ich lasse gerade noch mit dem Bauen, Anbauen, Einbauen irgendwie. Das lasse ich gerade noch ein bisschen sein. Schwungrad ran. Kann das neue Jahr. Ist ja sehr klar. So. Kupplungsscheibe. Kupplungsdruckplatte. Jetzt kann mich das Getriebe wieder dran. Kupplungsdrucklager. Getriebe. So. Anlasser. Oder geht's hier oben weiter, oder? Ernsthaft! Das war eines der ersten Dinge, die ich abgebaut habe. Oh Mann, oh. Kackt mich diese Karade. Ja, nervt mich gerade so ein bisschen. Das war die erste, das erste Teil, was ich abgemacht habe, war die Drosselklappe und die war hinten. Die sitzt nämlich hier hinter irgendwo. Warte mal. Irgendwo war sie. Hinterm Getriebe sitzt sie nämlich. Oder über dem Getriebe, mehr oder weniger. Panzerkrümmer. Warte mal. Die sitzt nämlich hier. Das ist die Drosselklappe, die er haben wollte. Die war eine der ersten Teile, die ich rausgenommen habe. Und ich habe den kompletten Motor auseinander gebastelt, wiederholt und die Dings. Oh, fuck you. Ich wusste, dass das genau so ein Ding ist. Ich kenne das. Das sind diese V8 Motor, Turbo oder die V8, V12 Turbomotoren. Die haben das. Ah, ja, geht mir auf den Senkel. Jetzt habe ich zumindest den Motor da zusammen. Naja, wie dem auch sei, ist es nun mal jetzt passiert. Das ist jetzt nicht änderbar. Das nervt mich trotzdem, weil ich mich darüber aufrege. So. Weil ich etwas wollte, weil etwas passiert ist, was ich nicht wollte. Aber es ist nun mal einfach so. Es gibt Dinge, die gehen auch bei mir immer schief. Es muss ja nicht alles perfekt laufen. Dafür lief es die letzte Folge sehr, sehr gut. Jetzt haben wir mal wieder so ein paar Fehlfolgen dabei, wo ich das Teil eigentlich schon mal demontiert hatte und es dann einfach nicht mitbekommen habe wahrscheinlich. Und ja. Und dann gesucht habe wie so ein Blöder. Und nochmal, ich bin kein Mechaniker. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon. Ich weiß aus Zufall, wo manche Teile sind, wenn ich jetzt Bremse mache. Ich habe die zigmal gemacht jetzt gerade. Dann weiß ich, wo sie hinkommt. Aber so Drosselklappe, die habe ich jetzt nicht da vermutet. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen, dass ich sie demontiert habe. Und das ist genau das Problem gewesen. Ich habe, wie gesagt, ich habe es demontiert, blind. Mehr oder weniger, habe nicht drauf, wahrscheinlich nicht drauf geachtet, irgendwas anderes gerade machen müssen. Oder was anderes gerade gedacht und habe es einfach nicht gecheckt, dass ich es abgebaut habe. Weil sonst wäre es einfacher gewesen. Sonst hätte ich die ganze Karre mir nicht auseinanderbasteln müssen. Ich habe es ja zweimal auseinandergebaut. Ich habe es ja. Aber dann hieß es ja, mach doch nochmal eine Drosselklappe, du Arsch. Ja. Nee. Egal. Passiert. Gibt auch mal so Folgen. Ich nehme es mit Humor. Auch wenn es mich nervt. Aber wie gesagt, ich kann es eh nicht ändern. Und ja. Was soll ich machen? Alles ist gut. So, gehen wir kurz weiter hier mit der zweiten Achse noch. Also die zweite Achse, genau. Rein damit. Ich habe bestimmt da hinten beide noch, noch nicht beide drin. Die eine habe ich drin, ja. Aber die zweite noch nicht. So. Was seid ihr für eine scheiß Werkstatt? Ihr habt ja viel nicht zu Personal. Ja, ich arbeite hier alleine, mein Gott. Passiert. Was seid ihr Scheiße? Geh woanders hin. Das ist hier bestimmt nicht. So, weiter geht's. Der Chef gleichzeitig sich so Fails erlaubt und sich eine Karre komplett unnötigerweise, wie gesagt, unnötigerweise auseinanderbastelt.
Ist es halt so. Ja, warte mal, ich habe noch ein. Ich das Gummilager, ne? Ich habe jetzt bestimmt das Gummilager vergessen, ne? Ich befürchte, ich habe was vergessen. Aber ich glaube nicht. Ich müsste eigentlich alles haben. So. Spurstein Kopf rein. So. Stoßdämpfer ran. Es wäre so einfach gewesen. Es wäre wirklich einfach gewesen, das Ding zusammen zu basteln. Das Ding auseinander zu basteln, die Teile da einzusetzen. So, gucken wir mal, was im Inventar noch ist. Da irgendwo. Da ist noch ein bisschen was. Wo ist da nur? Warum habe ich da noch einen Pollenlagerdeckel? Warum habe ich noch so viele Pollenlagerdeckel? Warum zur Hölle habe ich das? Hä? Hä? Wollen wir sagen, das kann irgendwo nicht sein. Macht keinen Sinn. Genau, weil sie nämlich immer noch fehlen. Ich kann ja schneller jetzt demontieren. Ich habe ja 50% oder 55% schnellere Möglichkeit, die Teile zu montieren. So, jetzt muss ich gucken, ob ich sie noch habe. Hier fehlt noch eins. So, habe ich noch alle jetzt oder fehlt da noch irgendwo eins? Dann muss ich auch rausgucken und machen noch unser Inventar. Es fehlt noch eins. Die Tür mache ich noch gleich fertig. Die habe ich fertig. So, da fehlt auch noch ungefähr ein Linker. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, ich habe die. Da fehlt bestimmt auch irgendwo was hinten oder so. Da fehlt noch eine Kardanwelle. Das ist jetzt lustig, dass ich das auf Gehör machen muss. Da ist nämlich, da fehlt nämlich doch die Quer, ein Querlenker! Kein Querdenker, ein Querlenker. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier vorne alles hab. So. Felge ran. Ich hoffe, ich habe alles an Teilen jetzt erwischt. Ich hoffe, ich habe alles an Teilen erwischt. So, die Tür kann nämlich gleich wieder rein. Ich habe der Karre so viel Ärger gerade gehabt, ey. Bevor wir sie gleich weg haben. Glaub mal. Wir basteln sie heute, wie gesagt, nochmal komplett zusammen. So, die Tür. Montage der Karosserie teilen. Scheibe rein. Jetzt haben wir ja, kann man sie ja, brauchen wir sie ja nicht verkaufen wie damals mit dem Golf in der ersten Folge. So, jetzt überlege ich gerade, genau, Öl muss noch ran, wahrscheinlich. Nein, warte mal. Da kommt noch eine Ölwanne drunter. Ölwanne rein und dann kommt das Öl rein und dann müsste es eigentlich fast fertig sein, aber. Warte mal. Aufhängung. Keine. Da fehlt noch bestimmt irgendwas, oder? Die Ölwanne noch nicht drauf ist. Sie ist aber jetzt gerade vergeblich.
habe ich sie denn? Ich dachte schon, ich habe ein Teil noch, oder nicht? Bin ich jetzt blöd oder was? Oh, jetzt zur Hölle. Wo fehlt noch was? Da fehlt eine. Hat der eine Ölwanne? Eigentlich schon, ja, ne? Ich kenne mich, das ist mein banales Teil. Und das ist. Das war's. Und danach müsste die Ölwanne drunter kommen können. Ja. Dann kann ich jetzt die Ölwanne rauf tun. Das ist, wie gesagt, das ist so ein fitzig Teil, das einfach man sowas von schnell übersieht. So, jetzt gucke ich mal in das Bar. Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. Sieht aber auf den ersten Blick so aus. Ne, da fehlt noch. Da fehlt doch bestimmt noch irgendein scheiß Lager. Da fehlt bestimmt irgend so ein Fitzel. Irgendwie so ein Fuck-Lager. Mit Taschen von Teilen. Hier nicht. Hier auch nicht. Dann bestimmt auf der Hinterachse. Weil die war ja auch komplett runter. Setzen und dann mal gucken, ob er funktioniert, ob er fertig ist. Ich habe ein Gefühl, da kommt ein Lager, aber ich weiß nicht woher. Touch von Teilen. Ich kenn's ja heute nicht. So, dann mache ich mal das Öl rein. Zweite Mal mittlerweile, wie gesagt, ich habe ja schon einmal reingehauen. Ich muss das ja nochmal neu machen. So, jetzt habe ich, dass ich alles hab. Klappe zu, Affe tot. So. Fahrzeuginfo. Es fehlt eine Gummilagerbuchse. Ich sag ja, mit an hier, Ansage. Aber wo? Aber wo? Gut, halt, das ist so ein banales Teil, was man dann einfach nicht, was einem nicht auffällt. So auf den ersten Blick zumindest, aber wo? Eine Gummilagerbuchse, das heißt, so ein Ding fehlt irgendwo. Sieht aber nicht so aus, als würde es auf der Vorderachse fehlen. Mich aus, als würde es auf der Hinterachse fehlen, aber ich weiß nicht wo. Hier nicht. Ich habe zwar jetzt genau durchgeguckt, ich muss ja gucken, irgendwo muss es ja weiß schimmern. Da fehlt sie. Sag ja, das ist so ein einfaches Teil. Und da fehlt sie nämlich auf der anderen Seite auch noch, dann haben wir es. Sag ja, irgendwas Einfaches ist es wieder. So, Auto wieder runter, fertig. Schnauze voll. Die Karre haben jetzt ein paar Folgen gefressen, und zwar unnötigerweise. So. Fahrzeuginfo. Warte mal.
Ja, fertig. Puh, liebe Leute, was ein Akt mit diesem Auto. Fahrzeug bewegen, setzen wir auf die Dings und ich hoffe, du machst mir weniger Ärger. So, gucken wir mal, dass wir noch ein Inventar haben. Der kommt rein, damit ich weitermachen kann. Die jetzt am schnellsten, knappsten sind. Das war wieder ein Golf. So ein Sportding. Was haben wir hier eigentlich? Ach, wir sehen uns in der nächsten Folge an. Komm. Bis dahin und auf Wiedersehen beim Werkzeug, beim Kfz-Mechaniker-Simulator. Oder wie auch immer. Automechaniker-Simulator. Wie ihr da Lust und Laune habt. Bis dann. Tschüss. Thank you.